So, ja. So, was ist hier denn los? Ja. Man weiß es nicht. Ja. Sind hier alle? Ist ja gut. Ja. Wir haben doch keine Zeit. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Deutschen Fernseh-, Comedy-Preis, oder? Ja, zum Deutschen Comedy-Preis. Und zwar in der Kategorie, ist ja gut, sind hier alle auf Uschi Glas Hautcreme, oder was? Ja, so, beruhigen Sie sich. So. So, und zwar in der Kategorie beste Comedy-Serie. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Meine persönliche Lieblingsserie ist ja die, wo diese halbnackte Frau die ganze Nacht auf Anrufe wartet, aber das Telefon klingelt nie. Verstehen Sie? Ja. Oder? Ja. So, kommen wir. Ja. Ja. Kommen wir zu den Nominierungen, ja. Meine Damen und Herren, so, ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben, sensationell. Ja. So. Bitte. So, ich weiß nicht, hier, Nils Ruf, meine Damen und Herren, spielt einen, sagen wir mal, fiesen Scheidungsanwalt, ja, in der Serie Herzog gesucht, ja. Und, was? Ach so, nur Herzog, ja. Also in der Serie nur Herzog. Ja. Und, ja, unfassbar, oder? Was war da denn los? Ja, man weiß es nicht. Ja. 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 Das lernen Sie auch noch bei RTL. So. Ja. So. Ich wusste gar nicht, dass Nils Ruf Jura studiert hat. Verstehen Sie? Ja. So, was gibt es sonst noch? Eine fantastische Serie hier auf RTL, meine Damen und Herren. Ja, das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Und zwar die fantastische Serie Doctor's Diary. Ja, Doctor's Diary, aber Vorsicht, liebe RTL-Zuschauer, Diary ist Englisch und bedeutet Tagebuch. Ja, das hat nichts mit Diarrhoe zu tun. Ja, verstehen Sie? Diary und Diarrhoe, das klingt so ähnlich. Ja. Unfassbar, oder? So, meine Damen und Herren, was gibt's sonst noch? Eine fantastische Serie mit diesem lustigen Mann mit dem komischen Gesicht und dem großen Mund. Wer war das nochmal? Martin, oder? Ja, Martin Semmelrogge. Ja, oder? Kleiner Scherz. Martin Schneider, meine Damen und Herren. Und Martin spielt in Martin in Love einen Tierpfleger. Ich weiß nicht, das fand ich persönlich sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob Sie das... Ja, Sie lachen. Sie lachen, ja. Beruhigen, ja. Ja, das mit dem Tierpfleger fand ich persönlich sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Vor meiner TV-Karriere habe ich selbst auch sehr viel mit Tieren gearbeitet. Verstehen Sie? Ja. So, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich schlage vor, schauen Sie sich das mal an.